Hey, sollten uns so langsam verpissen, oder? Hey, wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind fast soweit. Du hast ihn also gefunden, wo wir ihn vermutet haben? Alles geplant und vorbereitet? Sieht so aus. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Dann gehen wir die Einzelheiten durch. Ich glaube, wir haben hier nicht mehr so viel zu tun gerade. Wie? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Tu's. Gut, die Pflicht ruft. Okay. Du siehst scheiße aus. Bekommt dir die frische Luft etwa so schlecht? Ganz im Gegenteil, Cowboy. Ich fühle mich endlich richtig lebendig. Ich mochte den Optimismus der Jugend schon immer. Schlechte Gedanken denken sich leicht, aber sie verzerren die Wahrheit. Denk, dass dir der Sprit ausgeht und es passiert. Denk über den Tod nach und deine Tage sind gezählt. Jetzt mach dich lieber fertig. Wir müssen eine Grenze überqueren und einem Sturm entkommen. Straffer Zeitplan für einen Tag. Da ist der Sturm. Alter. Ein fetter Sandsturm. Der rast auf das neue Ziel zu. Hätte nicht gedacht, dass du kommst. Und doch bin ich hier. Enttäuscht? Wird sich noch zeigen, Kleiner. Okay, Rupert Goldberg. Kann ich irgendwie helfen? Nein, alles ist gepackt und bereit. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Okay, der Plan. Nur noch einmal. Wir nehmen keinen offiziellen Übergang. Das weißt du schon, oder? Wir wollen einen alten Schmugglertunnel benutzen. In der Nähe der Mauer. Warte, reden wir hier von einem der berühmten Aldecaldo-Tunnel? Mhm, sogar einem der ältesten. Haben sich gleich nach dem Ersten Krieg durchgegraben. Die Aldecaldos nutzen ihn schon ewig nicht mehr. Wir haben einen Tipp bekommen, dass Night Corp ihn gefunden hat und überwacht. Habt ihr ihn gescannt? Seid ihr sicher, dass der Tunnel nicht irgendwo eingestürzt ist? Er ist vollständig intakt. Und er muss nur dieses eine Mal durchhalten. Dann kann er einstürzen. Danach brauchen wir ihn nicht mehr. Okay, der Tunnel klingt super und so. Aber wir müssen erst mal hin. Wie sehen die Sicherheitsmaßnahmen da aus? Das ganze Gebiet ist voller Tech. Drohnen patrouillieren ständig. Vielleicht auch schwereres Zeug. Keine Sorge. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und Carol und Cassidy halten die Konzernficker von uns fern. Und niemand wird uns sehen? Früher oder später werden die Wachen merken, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn es soweit ist, sind wir längst über alle Berge. Außerdem wird der Sturm unsere Spuren verwischen. Glücklicher Zufall. Tatsächlich. Wir brauchen mehr als den Sturm, um die Konzernratten abzuschütteln. Die haben größere Probleme als uns. Und selbst wenn nicht, sollen sie doch kommen. Sie werden's bereuen. Okay, und was, wenn wir drüben sind? Dann fahren wir zum Treffpunkt und schließen uns den anderen an. Anschließend geht's weiter nach Tucson. Und dort bestimmen wir, wo es lang geht. Oder? Wir kennen die Straßen in- und auswendig. Und in Arizona gibt es viele Leute, die uns was schulden. Also wenn die Sache einen Haken hat, finde ich ihn nicht. Ab heute schulterst du nicht mehr alles alleine. Du hast jetzt uns weh. Gewöhnst dich schon noch dran. Danke. Okay, wir sollten los, ehe der Sturm uns einholt. Ab in diesen Wallis. Warte, der ist immer noch kaputt. Wir sind soweit. Nach dir, Palle. Alles bereit? Mhm. Dann verlink dich. Verschwinden wir von hier.
Alles klar. Das ist ein großer Neubeginn. Also musst du wie ein echter Nomade anfangen und das Steuer übernehmen. Fahr einfach geradeaus, meide die großen Löcher und verliere die anderen nicht, okay? Ich kümmere mich ums Nitro. Der Mix geht direkt in die Zylinder. Wenn ich das nicht manuell abstimme, fliegen wir in die Luft. Das lassen wir lieber. Fuck, mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Die Grenzmauer. Als ich klein war, gab es die noch nicht. Wäre undenkbar gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, dass im Norden alles anders sein musste. Dass dort eine tolle Zukunft auf mich warten würde. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Als du dann dort warst und sich nichts änderte, dachtest du, Night City wäre die Antwort und dort würde sich alles ändern. Ja, und das Ende kennst du auch. Ich gehe wieder zurück. Dorthin, wo alles angefangen hat. Fuck. Nein. Der Ort da drüben mag noch derselbe sein, aber du bist jetzt anders. Ganz anders. Da hast du wohl recht. Und ich hab dich. Und den Rest dieser Clowns. Das stimmt soweit. Es wird immer heller und heller. Wurde bereit geboren. Dann gib Gas. Ziel gerade. Volle Kraft voraus. Was war das? Die Drohnen sind los. Carol, Cassidy, Bewegung! Ich fahre nach Westen und aktiviere die Störsender. Sie haben mich markiert. Ich drehe nach Osten ab. Viel Glück, Leute. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Was passiert hier? Ich sehe einfach so gut wie gar nichts. Ich fahre einfach, ne? City auf Wiedersehen. Letzte Chance. Hab nichts mehr zu sagen. Hau rein. Das Steuer gehört dir. Los geht's. Okay. Genau das, was du wolltest. Ein neuer Anfang. Jetzt nicht bremsen, Panam. Nicht jetzt. Ich hoffe, es geht alles gut. Erstmal, dass ich mich so sehe. Und? Ich fühle mich, als wäre ich endlich zu Hause, Panam.
Cool. Nicht cool, dass ich den nochmal so gesehen habe. Das war mir mein Ego. Das war's. Ist das Leben da draußen in der Wüste so? Sonnst du dich und atmest frische Luft? Vergiss nicht, hin und wieder mal ein Check-up machen zu lassen. Einmal Staub oder Schmutz unter der Isolierung und du hast's hinter dir. Klar, gute Ripper sind da draußen schwerer zu finden als 4-Sterne-Hotels. Das war's. Wie wär's, wenn du einfach mal reinschaust, wenn du in der Stadt bist, ha? Ich glaube, ich könnte einem alten Stammkunden einen kleinen Rabatt geben. Bis dann, W. Hey, W. Hab mich gefragt, wie es dir so ergangen ist. Hab eine Weile nichts von dir gehört. Lässt es dir in Night City immer noch gut gehen? Ich denk ständig dran, alles stehen und liegen zu lassen und abzuhauen und... Trotzdem bin ich immer noch hier. Es ist wie Treibsand. Je mehr man versucht zu entkommen, desto mehr wird man reingezogen. Wenn man erstmal bis zu den Knien drinsteckt, gibt's kein Entkommen mehr. Wie Evelyn. Egal. Pass auf dich auf, ja? Und ruf mich mal an. Ciao. Hey, wie... Ich glaube, ich schaff's heute Abend nicht zurück zum Lager. Ein Sandsturm kommt direkt auf uns zu. Müssen hier den Kopf einziehen und aushauen. Wie soll ich sagen? Ich weiß, das ist nicht das erste Mal. Du weißt schon, wir hatten Pläne. Mir war nie klar, wie schwierig es ist, Anführerin zu sein. Von außen sah das immer so leicht aus. Ich hab so ein Glück, dich zu haben, wie... Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Als... Sieht so aus, als müsste ich los. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Wie? Hey. Oh, die Arasaka-Nummer. Shit, mein Herz hämmert immer noch. Ein paar Nomaden gegen den größten Scheißkonzern der Welt. Ich meine, das waren so viele. Ich hätte nie gedacht, dass wir da lebend rauskommen. Aber wir haben es geschafft. Und weißt du auch warum? Weil du uns angeführt hast, wie der verrückteste und übelste Söldner zwischen Pacifica und den Appalachen. Keine Ahnung, was du gerade treibst, welche Pläne du hast. Aber denk dran, wir würden jederzeit mit dir durch die Hölle gehen, Bruder. Bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut. Eins muss ich dir lassen, W. Ich bin beeindruckt. Als du meintest, du würdest dir Hellmann vorknöpfen, war ich mir sicher, du würdest in einem Leichensack zurückkommen. Aber du hast es geschafft. Normalerweise irre ich mich nicht, was Leute und ihre Fähigkeiten angeht. Ich bin gespannt, was du noch so alles drauf hast. Falls du für mich arbeiten möchtest, weißt du ja, wo du mich findest. Hey, wie? Ich habe gerade an dich gedacht, also habe ich mal schnell die Karten gelegt. Ich weiß, die Deutung ist nicht so stark, als wenn du hier wärst. Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich... Nun, eins kam zum anderen. Weißt du, was ich gezogen habe? Den Wagen, die Liebenden und die Sonne. Sieht so aus, als ob dir in den Badlands ein gutes Leben bevorsteht. Viel Glück, Vi. Genieß deine Freiheit. We'll be right back.
is missing. Your little flame that consumed my hate. I'm now one for reminiscing, but I trade it all for your sweet embrace. Cause we lost everything. We had to pay the price. There's a canvas with two faces of fallen angels who loved and lost. It was a passion for the ages, but in the end, guess we paid the cost. So krass. Thing of beauty.
neu. Kann ich das überspringen? Wir haben es genug Chris gesehen. Also ich überspringen. Schade. Quelle vorspulen? Ich kann das doch vorspulen. Wir machen das mal schnell durchgegangen, das geht auch. Ich hoffe, ihr könnt schnell genug lesen. Letztes Wochenende Tiny Tina's Wonderland durchgezockt. Jetzt habe ich Cyberpunk beendet. Läuft bei mir. Freuen wir schon wieder, wenn ich komplett zu Hause bin. Kann ich wieder fast täglich streamen und zocken. Junge, wie lange das noch gegangen wäre. Einfach alles mit Namen. Wie viele Leute damit gearbeitet haben, ist richtig krass. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte von Cyberpunk 2077 abgeschlossen. Vergiss aber nicht, dass Night City niemals schläft. Die Stadt hat noch eine Menge zu bieten und ich werfe alles um, was ich habe. Du kannst ab diesem letzten Open World Checkpoint Vorfahren eine besondere Belohnung erhalten. Möchtest du weiterspielen? Ja, komm, machen wir mal. Aber es ist eh beendet. Mochiron das. Wakarimashita. Was? Lieber, jetzt sind du hast Hauptgeschichte und so. Hier sind deine Belohnungen. Okay. Achso, ja, das ist halt aber die Geschichte jetzt noch weiter, ne? Aber. Ich denke mal, das war's. Vielleicht dann wieder machen.
Und das war's auf dem Stream. Also bis dann. Shurio. Man sieht sich dann nächstes Wochenende.